Kasperle, Bastelzeit. Und vor ein paar Folgen, da hatten wir das Ding hier. Ja, ich habe mir so ein altes Videomischpult gekauft und wollte gucken, ob ich das nicht umgebaut bekomme, um da mit dem PC Sachen zu schneiden. War interessant zu sehen, wie das aufgebaut ist, aber so ganz zufrieden war ich damit nicht. Hauptsächlich, weil das Ding ja nur so einen groben Vor-Zurück-Regler hatte, aber kein framegenaues Einstellen ermöglicht. Naja, das Thema hat mich immer noch nicht ganz locker gelassen und hier steht irgendwie schon wieder so eine Kiste rum. Also schauen wir mal, was wir hier Schönes in der Kiste haben. Und Trommelwirbel, wer hätte es gedacht? Nochmal ein Mischpult. Diesmal aber ein bisschen was anderes. Das hier war auch auf einer Auktionsplattform, konnte wohl keiner was mit anfangen. Deswegen habe ich es relativ günstig bekommen. Wir haben jede Menge Knöpfe, teilweise hier mit LEDs, teilweise ohne. Alles aber nur Taster, wie wir sehen. Wir haben einen großen Knopf und das ist so ein Dual-Function-Knopf, Jogdale-Gedönse, wie ich das beim letzten Mal beschrieben habe. Und wir haben hier den äußeren Ring, womit wir was einstellen können, zwischen 0, X1, im Strich und Forward. Leider nichts, was zurückspringt, aber ist ganz gut. Ist auch außen mit so einer Art Gummi versehen, also liegt gut in der Hand. Und wenn das nicht reicht, haben wir hier in der Mitte nochmal etwas, wo wir dann framegenau vor und zurück gehen können. Hier dieses runde Ding, was ihr seht, das ist nochmal lose gelagert, sodass man den Finger wirklich drauf lassen kann. Der dreht sich dann halt runter, wohingegen hier man ja quasi die Scheibe, die sich dreht, am Finger spürt. Hier spürt man quasi gar nichts. Sauber und weich am Laufen. Das hier gehört, wie man sehen kann, zur Videomaschine. Das waren offensichtlich Geräte für den Anschluss an PC, um da wirklich Videoschnitt zu machen. Nicht ganz so Videoschnitt, wie man das heute macht, würde ich schätzen, aber man sieht schon so ein paar Sachen. Wenn wir mal durchgehen, wir haben hier entsprechend, wie gesagt, wir können hier auf Play stellen und so weiter. Haben dann hier Mark in, Mark out. Das ist, um einen Bereich zu markieren. Also wir gehen sozusagen dahin, wo wir am Anfang schneiden wollen. Sagen dann hier Mark in, gehen zum Ende, stellen es auch wieder framegenau ein, sagen Mark out und dann haben wir eine Sektion markiert. Können dann zum Beispiel auf Preview gehen, um uns das anzugucken. Es gibt einen All Stop, um alles wieder anzuhalten. Wenn wir das dann gewählt haben, dann können wir einmal hier über Go to in, Go to out an Anfang und Ende von dem Clip gehen. Und ich gehe mal davon aus, New Clip oder sowas wird dann das Ganze schneiden. Hier oben das ist dann, um einen Eingang wahrscheinlich auszuwählen. AUX 1, AUX 2, Player 1, Player 2 und ein Rekorder, was auch immer das alles sein soll. Das war noch schönes. Play, Rewind, Forward, Still, das sind quasi die normalen Play-Buttons. Clip in, Clip out sagt mir nichts. Record, Replay, irgendwas wird das bestimmt machen. Und DMC, was auch immer DMC sein soll. Gut, genug davon. Auf die Rückseite gucken, sehen wir auch, wieso das Ding für ein PC ist. 9 Volt Stromversorgung und ein RS-232, also einfach eine serielle Schnittstelle. Das heißt, hier wird irgendeine Art von Prozessor drin sein, der diese ganzen Sachen auswertet und dann nur serielle Kommandos zum PC schickt oder zu irgendwas anderem. Das heißt, hier könnte man zum Beispiel einen USB auf Serialadapter einfach dranhängen und das direkt an PC anschließen. Problem an der Stelle dürfte wahrscheinlich eher sein, ich glaube nicht, dass es hier für das Ding noch sinnvoll Software gibt. Na gut. Gucken wir mal weiter. Unten drunter sehen wir, da ist einfach hier so eine Platte aus dem Metall. Und sonst ist nichts zu sehen. Wir sehen hier die Form, die geht so ein bisschen nach innen und Handballauflage wahrscheinlich so ein bisschen. Aber mich interessiert natürlich eher, was da drin steckt. Also nehmen wir das Ding doch direkt mal auseinander. Wofür sind wir schließlich hier? Und dann schauen wir einfach mal, ob wir rausfinden können, wie das Ding technisch intern funktioniert. Weil nur benutzen ist ja viel zu langweilig. Wir wollen wissen, wie das Ding hier funktioniert. So, eine Handvoll Schrauben. Die brauchen wir bestimmt nicht mehr, oder? Also weg damit und schauen wir ins Innere. Viel dürfte wahrscheinlich nicht drin sein. Und er weigert sich runterzukommen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er nur lose drauf liegt. Na jetzt. Und, okay. Da ist doch ein etwas größeres Board drin. Und es sieht älter aus, als ich das erwartet hätte. Auf der Rückseite ist auch noch eine Nummer. 4T718. Okay, was auch immer das heißen mag. Und hier sehen wir, das Ding besteht aus zwei Boards anscheinend. Wir haben hier auf der Seite nicht viel. Wir haben einen 7805, also einen 5 Volt Linearregler. Der wird wahrscheinlich hier die 9 Volt, waren es ja glaube ich, auf 5 Volt runter machen für die ICs, die wir hier sehen.
Seriell, drei Drähte direkt hier drauf. Okay, ein Erdungsdraht, der entsprechend dann hier hinten die Rückwand nochmal erdet. Hier haben wir was Abgeklebtes, da dürfte wohl Firmware drin sein. PGM, zu, ja, okay, Programming Voltage 12,5 Volt. Und das ist ein MMC27C64Q. Okay, ich glaube, das sind dann EEPROMs. Und danach zu urteilen, dass hier was überklebt ist. Hier wird ein Fenster drunter sein. Das heißt, das ist wahrscheinlich ein UV-löschbarer Speicher. Ansonsten haben wir hier nochmal ein entsprechendes Zusatzboard. Sieht ein bisschen neuer aus. Hier ist SMD drauf und so. Da ist der Encoder drauf. Das dürfte wohl die Mitte von unserem Ding sein. Und das Ganze wird abgefragt über einen TC4584BP. Wir haben hier ein Datum von 93. Haben wir auch ein Datum drauf gehabt? Nein. Haben wir nicht, aber ja, 1993 ist schon mal gesetzt. So um den Dreh wurde das hier anscheinend hergestellt. Ansonsten, was mir hier noch auffällt, ist einmal die Beschreibung hier. Aztec 1, wie es aussieht. RS-232, 5, 2 und 3, das sind RX, TX und Ground. Die Nummern von den Pins auf der Buchse, wenn man einen neuen Poly genutzt. Und ja, was wir schon sehen, hier ist ein IC, hier ist ein IC, hier ist ein IC, hier sind jede Menge ICs. Also die Rückseite dürfte relativ voll sein. Also arbeiten wir uns mal dahin vor und schauen, was wir denn da finden. Im Übrigen, interessante Farbe hier vom Plastik. Es sieht so ein bisschen kupferfarben aus, aber es glänzt nicht metallisch. Also ich hätte, wenn es kupferfarbig gewesen wäre und wirklich geglänzt hätte, hätte ich gesagt, okay, das ist irgendwie metallbeschichtet, um da nochmal Schirmung zu machen. Aber nee, ich glaube nicht. Wir können gleich mal Multimeter dran halten. Ob da was ist, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass das elektrisch nichts zu sagen hat. Also schauen wir mal, geht das runter? Nein, es bewegt sich nicht. Es fühlt sich so an, als ob man wirklich hier das Rad vorher demontieren müssen. Kann man das irgendwie, kann man hier den Gummi, der ist nur lose. Gucken, ob wir da drunter kommen. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier eine Schraube ist. Ich sehe zwar hier ein Loch, aber keine Schraube. Das hilft uns nicht weiter. Und das Problem ist auch, hier sieht man es vielleicht hier dazwischen, da sind so Drähte. Also dieses Board ist auch hier dran angelötet. Das heißt, ich kann auch nicht einfach das Board losschrauben und hoffen, dass das geht. Oder kann ich? Ja, vielleicht sollten wir aber die Schraube in der Mitte noch rausmachen. Ich gerade erst sehe. Däh. Ja, manchmal hat man da eventuell so leichte Betriebsblindheit. Augen auf beim Zerlegen. Hilft uns aber immer noch nicht weiter. Er rotiert immer noch um den da. Wie geht das auseinander? Und da ist auch tatsächlich die Kamera abgestürzt. Also machen wir das gerade hier so. Also ich habe die Schraube entnommen, ging aber trotzdem nicht, ließ sich nicht entfernen. Hab's dann mit der hier probiert. Die hält aber nur den Block hier auf dem Board selber. Bringt uns aber nicht weiter, weil solange der Knopf noch drauf ist, passt das nicht hier durch die Lücke im Gehäuse. Das heißt, auch dann können wir das nicht wirklich entnehmen. Was ich letztendlich gemacht habe, ist die beiden Schrauben hier entfernt. Damit ist dann hier dieses Encoderboard quasi lose und es ist zwar eine enge Sache, aber man kriegt das hier raus. Das ist alles nur optische Abtastung, das heißt mit ein bisschen Winkeln und so kann man das Board nach rechts rausziehen, ohne dass man es hier entlöten muss und so konnte ich dann das Board entnehmen. Dann schauen wir uns das Board mal genauer an und zwar erstmal die Seite, die wir eben ja schon als erstes entdeckt haben. Da haben wir einmal den großen Chip da unten in der Ecke und wie erwartet, das ist ein CMOS EEPROM, also einfach nur ein Speicherbaustein. Da wird wahrscheinlich eine Firmware drin stecken, die das Ganze hier betreibt. Und wenn wir hier gucken, das sind 65.536 Bit oder anders ausgedrückt 8 Kilobyte, die wir hier haben. Das Ganze, wichtiger Unterschied, ist kein EEPROM, sondern wirklich nur ein EEPROM. Das heißt also, wir können das elektronisch programmieren, aber zum Entfernen, da brauchen wir eine UV-Lampe, die entsprechend dann durch dieses Fenster da nach drinnen scheint. Das ist dann auch der Grund für den Aufkleber, der da drüber ist, sodass nicht versehentlich da Licht reinkommt und irgendwie die Firmware kaputt macht. Ansonsten haben wir auf der Seite hier noch den 7805, wie schon gesagt, einfacher Linearregler. Was hier ein bisschen auffällig ist, der ist genietet. Okay, habe ich so jetzt noch nicht gesehen, dass man die auf einem Board festnietet. Üblicherweise dann mit Schraube und Mutter oder sowas. Aber okay, dürfte auf jeden Fall gut festhalten.
Ansonsten, die Kabel für die Stromversorgung und für das RS-232 sind beide direkt draufgelötet. Das sieht so aus, als ob man da erst Stifte reingelötet hat ins Board und dann die Kabel an die Stifte gelötet. Ist natürlich nicht so schön für Wartungszwecke. Heißt, wenn man das Board entnehmen will, muss man da erstmal die Sachen ablöten. Also das Ganze eher nicht dafür gebaut, dass man das irgendwie zerlegt. Gehen wir mal ein Stück weiter zum Encoder-Dingensen. Da haben wir auch einen IC. Und zwar den TC4584. Und wenn wir uns den mal angucken, das ist ein sechsfacher Schmidt-Trigger. Also wahrscheinlich ein Baustein, der dafür sorgt, dass wir etwas saubere Schaltflanken bekommen. Und was wir da auch sehen können, das sind hier diese kleinen schwarzen Dinger. Und das dürften Infrarot-Reflexlichtschranken sein. Das heißt, wir haben auf einer Seite eine IR-LED. Die strahlt Licht aus und darüber haben wir ja dieses Rad und je nachdem, ob gerade darüber ein Loch oder ein, ja, ein Metallteil ist, reflektiert das dann bei Metall zurück und die andere Seite hat eine IR-Diode drin, die entsprechend das zurückfallende IR-Licht erkennt und so kann das Ding dann sagen, ja, ist gerade ein Loch oder ja, ist gerade so ein Steg. Und dadurch, dass wir zwei Stück haben, die ein bisschen versetzt sitzen, kann er dann erkennen, wenn sich da etwas dreht und vor allen Dingen auch dadurch, dass sie versetzt sind, in welche Richtung sich das dreht. Das, was wir hier sehen, ist im Übrigen das Rad für diesen Frame-Bereich, also der innere Kreis. Der äußere, der sitzt auf der anderen Seite und wenn wir das Board mal rausholen, dann sehen wir, hier sitzen nochmal drei von diesen IR-Lichtschranken. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die dritte machen soll. Eigentlich würden zwei ja hier auch ausreichen. Und auch interessant, diese drei, die sitzen hier, ein bisschen höher sind die eingelötet und unten drunter ist anscheinend noch mal ein bisschen Bordmaterial. Ich gehe davon aus, das hat man benutzt, um irgendwie die Ausrichtung da sauber hinzubekommen. Oder eventuell wirklich, um die Borddicke was dicker zu machen, um näher ranzukommen an das andere Rad. Genug von jedem Encoder-Board, gehen wir mal aufs Mainboard zurück und was mir da als erstes aufgefallen ist, das ist das hier. Okay, ich habe ehrlich gesagt noch nicht viereckige Vias gesehen, aber hier haben wir offensichtlich viereckige. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Aber gehen wir mal die ICs durch, die wir haben. Fangen wir in der Mitte an. Das ist ein ICL-232CPE und wir sehen ja schon 232, RS-232, in der Nähe sind die RX- und TX-Linien. Das hier ist also ein RS-2-Transceiver oder wie sie es hier nennen, Transmitter-Receiver. Der sorgt dafür, dass die TTL-Level, die wir haben, also 5 Volt und 0 Volt, die bei der CPU verwendet werden, umgewandelt werden in RS-232. Denn bei dem üblichen RS-232 arbeiten wir mit Pegeln von plus minus 12 Volt. Oder in dem Fall hier macht er plus minus 10 Volt, wie wir hier sehen. Das heißt also, hier ist eine Spannungspumpe drin. Der sorgt dafür, dass die 5 Volt zu 10 Volt werden. Und noch eine zweite Inverter, der aus 10 Volt dann minus 10 Volt macht. Das ist ein klassischer Aufbau, den findet man relativ häufig, wenn man mit RS-232 arbeitet. Und dazu gehören dann auch hier diese vier Kondensatoren. Wenn wir uns mal auf dem Board umgucken, Überraschung, in der Nähe haben wir vier Kondensatoren. In dem Fall hier von Philips und ja, interessante Bauform. Bauform dabei, axial, findet man heute nicht mehr so häufig, aber macht natürlich hier ein bisschen Sinn, kann flacher aufliegen, hat man nicht so viel Platzverbrauch in der Höhe. Ansonsten chiptechnisch, die Haupt-CPU, die haben wir hier, ein P80C32 von Intel. Wenn wir uns das angucken, das ist ein 8-Bit-Mikrocontroller, in dem Fall hier 80C32, wenn wir mal ein bisschen runtergehen. Das bedeutet, dass das Ding ROM-less ist, braucht also einen externen Speicher, um seine Programmierung zu bekommen. Dafür ist der EEPROM da, den wir da auf der anderen Seite gesehen hatten. Ansonsten, ja, das Ding läuft halt so bis 33 MHz hoch, ist also schon eher etwas Schnelleres. Allerdings 256 Byte RAM, das ist ja für heutige CPUs oder Mikrocontroller relativ überschaubar. Aber wir wollen hier ja auch nichts allzu Komplexes machen und ja, Serial scheint ja irgendwie drin zu sein. Und der Rest wird dann die Taster einfach nur per GPIO in irgendeiner Matrix abfragen. Direkt daneben haben wir diesen STMicro, den 74HCT573. 74-Serie, normale Logik und in dem Fall hier ist es ein Oktal, also ein achtfacher D-Type Transparent Latch. Das heißt also, wir haben hier 8 Datenkanäle, D0 bis D7. Darüber können wir Daten reingeben, pulsen dann einmal die LE-Leitung, dann wird das Ganze gespeichert. Und ab diesem Zeitpunkt ist egal, was hier vorne ist. Die Speicherung ändert sich nicht, solange wir am LE nicht rumfummeln.
Und das Ganze wird dann hier hinten wieder ausgegeben auf diesen hier, zumindest solange Output Enable an ist. Und das ist auch zuständig für dieses 3-State. Das heißt also, wir können hier eine 0 ausgeben. Wenn Enabled und hier eine 0 ist, dann zieht das aktiv auf Low. Wenn hier drin eine 1 ist und wir eingeschaltet sind, zieht das aktiv auf High, also 5 Volt. Und wenn wir das Output Enable ausschalten, dann ist das hier High Impedance. Ist also quasi, als ob es nicht angeschlossen wäre. Wenn wir dann auf die andere Seite gehen vom Board, dann haben wir diese vier ICs hier. Und ja, wenn wir mal drüber gehen, ist alles 74er Logik. Wenn wir da drüber kurz drüber gehen, wir haben den 74LS05. Das ist ein sechsfacher Inverter mit Open Collector Outputs. Heißt also, am Ausgang zieht er eine bestehende Spannung gegen Ground runter, kann aber selber nicht hochziehen. Der nächste ist ein 74LS244. Das ist ein achtfacher Buffer. Es ist im Prinzip dasselbe, was wir eben hatten mit der Ledge, nur ohne Ledge-Leitung. Das heißt, es gibt keinen Zwischenspeicher. Das, was wir reingeben, kommt auch, sofern wir Output enabled haben, direkt wieder hinten raus. Das nächste, 74LS11, ist ein 3-Input-Endgate. Das heißt also, wir haben jeweils drei Eingänge, die dann undiert werden und das geht auf den Ausgang drauf. Und der letzte Chip in der Ecke ist der 74LS374. Das ist ein achtfacher Transparent Latch mit 3-State-Output. Und wenn ich mir das so angucke, dann gibt es nicht wirklich Unterschiede zu dem 573, den wir eben gesehen hatten, zumindest funktionstechnisch. Der Unterschied ist natürlich, das hier ist ein LS, das andere war ein HCT. Das heißt, die Schwellspannungen, bei denen umgeschaltet wird, die werden ein bisschen anders sein, aber die prinzipielle Funktion ist soweit gleich. Ansonsten hier, auch auf der Seite hier sieht man die schöne Niete und es ist auch angezeichnet, wo der 7805 auf der anderen Seite sitzt. Und was die Tasten angeht, ich habe es mal kurz im Hackerspace gezeigt und mehrere Leute wussten direkt, welche Taster das sind. Also es ist anscheinend kein No-Name-Zeugs. Aber hey, den Spaß an den Tasten überlasse ich anderen. Solange das Ding meine Eingaben einnimmt, ist mir das relativ egal, was da verbaut ist. Bei den größeren im Übrigen, da ist hier so eine Metallstange mit drin. Die stabilisiert das Ganze dann nochmal ein bisschen, sorgt dafür, dass links und rechts verbunden sind. Das heißt auch, wenn man auf die Kante drückt von der Taste, ja, wird es direkt angenommen und das Ding verkantet sich dann auch nicht oder ignoriert irgendwie Eingaben. Das klappt also schon relativ gut. Und was das Gehäuse angeht, was ich eben meinte, na, ich habe hier mal an einer Stelle so ein bisschen gekratzt, mehr oder weniger unfreiwillig, und da ist doch schon sehr, sehr, sehr viel Metall zu sehen. Also nehmen uns mal unsere Messspitzen, halten dran und wow, der Widerstand ist nahe Null. Das ist also quasi wie ein Blechgehäuse. Was natürlich dann auch eine sehr gute Abschirmung bringen dürfte. Das heißt also, dieses Gehäuse hier ist, wie es aussieht, komplett leitfähig. Okay, also schauen wir mal, ob wir das Ding auch ans Laufen bekommen. Bei mir hinten eine Info DC 9 Volt. Dummerweise nicht, wo Plus oder wo Minus ist. Aber, naja, das Äußere ist quasi mit dem Gehäuse verbunden. Wir haben ja schon gesehen, dass das leitet. Gehen wir mal davon aus, dass das dann auch wirklich negativ ist. Und einfach mal hier einen kleinen Stecker rein. Nehmen unser schönes hilft immer Netzteil. Was haben wir gesagt? 9 Volt. 9. Okay. Nehmen wir das Current Limit runter, irgendwie so auf so 150. Jetzt schauen wir mal. Kurzschluss geht. Okay. Außen innen. Geht auf 7. Runter. Es ist aber nichts an Aktivität zu sehen. Gut, Current Limit einmal hoch. Und zack. Okay. Also da ist irgendwas. 9 Volt hat er. Wenn ich hier was bewege, sehe ich auch, dass der Stromverbrauch hochgeht. Leider keine LEDs, die angehen. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass das intern ist. Hier so ist das natürlich, dass wir seriell Sachen schicken müssen. Also, es ist nichts erkennbar, dass er lebt. Aber er zieht Strom. 1,5 Watt. Na gut, dann suche ich mir mal ein Oszilloskop. Und dann schauen wir mal, ob hier auf dem RS232 irgendwas Sinnvolles rauskommt. Normalerweise müsste man da ja Daten sehen, wenn man was drückt. Und durch die Länge der entsprechenden Pulse sollte sich auch die Bitrate ermitteln lassen, also die
Bauteinstellungen, die wir dann bräuchten, wenn wir da mit dem PC mitreden wollen. Moment mal, ich bin hier gerade noch am Aufbauen gewesen und habe entsprechend den Strom nochmal weggemacht und mir ist eben gar nicht aufgefallen, ja, es lebt tatsächlich was, denn wenn ich den Strom einschalte, Vorführeffekt. Ich hatte es gerade, dass die Lampen geleuchtet haben. Da. Ha. Seht ihr? Also irgendwas da drin lebt. Es können Lampen leuchten. Yay. Okay. Okay, ich denke, ich habe jetzt alles. Hier ist die Stromversorgung dran. Hier haben wir den seriellen Abgriff, mehr oder weniger. Ich habe jetzt Pin 2 und 3 kurz geschlossen. Haben wir den TX auf jeden Fall dabei. Das heißt also, hier haben wir die Datenkanäle auf dem Oszilloskop und ich drücke jetzt einfach meine Taste und das sieht gut aus. Man sieht, wenn ich runterdrücke und wenn ich loslasse, haben wir jeweils einen Code. Da ist ein Bit oder sowas, was sich ändert. Das heißt also, das ist unser runter oder hoch, diese Stelle. Wenn ich jetzt mal eine andere Taste nehme, das runter und hoch ist gleich, aber vorne ändern sich Dinge. Das heißt also, wir haben offensichtlich, so wie es aussieht, hier vorne ein paar Bit mit der Identifikation, welche Taste, und dann hinten entsprechend 1 oder 0. Bei den Tasten mit LEDs tut sich leider so erstmal nichts, aber wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen was an Info. Was mich jetzt noch interessiert, wie sieht es hiermit aus? Das heißt, drehen wir das mal. Oh, Doppel-O. Okay, das ist mehr, als ich gedacht habe. Ihr habt ja gehört, der hier rastet an verschiedenen Stellen ein. Einmal hier, einmal hier, einmal hier. Aber wenn wir mal auf die Bits gucken, auch in den Bereichen dazwischen, zählt er hoch. Das heißt, ich kann auch die Positionen dazwischen problemlos hier feststellen. Und was wir noch sehen, die LEDs machen seltsame Dinge. Wie gesagt, ich habe jetzt hier RX und TX zusammengeschmissen. Das heißt also, irgendein Code, den hier der erzeugt, von hier diesen, ist dafür gut, die LEDs ein- und auszuschalten. Und das ist natürlich für uns sehr gut. Dann haben wir schon mal einen Ansatzpunkt, wenn wir die LEDs steuern wollen. Das heißt also, das hier ist unsere Position. Und dann wird der hier wahrscheinlich, ja, der wechselt. Oh ne, der zählt. Zählt der auch hoch? Moment mal, hier macht er jetzt gar nichts. Ah, das ist, interessant. Der hier scheint also nicht, der gibt hier so erstmal Pulse aus, aber die sind abhängig von der Geschwindigkeit, wie schnell ich hier drehe. Das heißt, je schneller ich drehe, desto höher ist die Zahl, die er ausgibt. Aber wenn ich nur langsam mache, kommt immer derselbe Code raus. Interessant, interessant. Na gut, machen wir mal einen Single Capture. Jetzt haben wir hier unseren Code. Dann kann ich hier den Strom ausmachen, dass ich hier nicht irgendwie beim Dranhalten einen Kurzschluss fabriziere. Und hier können wir jetzt schön schauen mit unseren Cursern, was wir denn hier für eine Frequenz haben von einem Bit. Und dann kommen wir hier auf 10 kHz. Ich würde ja schon wetten, dass das 9600 dann sind, wenn wir es ein bisschen genauer machen. Also 9600 Baud, das ist so eine typische Frequenz. Die könnte ich mir hier auch durchaus vorstellen. Und Überraschung, wenn ich dran gehe, 9,62 kHz, nah genug. Wie gesagt, die Cursor sehen jetzt eventuell nicht ganz so genau. Ich habe nicht so weit reingezoomt gehabt beim Capture, deswegen ist da ein bisschen Unsicherheit mit drin. Aber 9600 klingt gut. Das heißt, hier können wir jetzt einfach einen RS-232 auf USB-Adapter dranhängen. Und dann sollte man am PC auswerten können, welche Taste. Fein, machen wir das doch mal. Und das war ja klar, ich habe keine gefunden, aber immerhin ein paar Buchsen. Die sind zwar eigentlich zum Löten, aber die Stifte dürften dünn genug sein, dass wir ein bisschen Kabel dran kriegen. Danke nochmal an denjenigen, der mir die besorgt hatte. Und dann bauen wir uns halt mal gerade unser eigenes. Also TTY USB 0 9600. Einstecken könnte auch noch helfen. Der hat jetzt natürlich noch keinen Strom auf dem Pult, aber er sollte zumindest verbinden. Okay. Und 9 Volt an. Okay. Und das sieht dünn aus. Da kommt nichts. Why you don't? Okay. Machen wir doch nochmal hier die beiden Pins andersrum. Kommt jetzt was? Das sieht gut aus.
Ja. Ich denke, so haben wir auf jeden Fall hier unsere Info, was wo ist. Können wir das auch irgendwie ein bisschen schöner darstellen? Okay, versuchen wir das mal gerade ein bisschen anders und machen das noch in schön. Das müsste theoretisch hier so gehen. Versuchen wir das mal. Mal wieder Strom drauf. Okay, und na, war ja klar. Puffereffekt. Ich habe aber keinen Strom hier. Und das war ja klar. Jetzt ist bei meinem kleinen mobilen Labornetzteil hier der Strom ausgegangen. Und ich habe natürlich das Netzteil dafür nicht da. Gar. Aber so ist das mit akkubetriebenen Geräten. Immer wenn man sie braucht, geht's nicht. Ich habe zum Glück hier mal rund geguckt. Ich habe hier normalerweise keine Labornetzteile. Aber das Ding hier habe ich noch gefunden. Nicht mehr ganz am Stück, aber müsste funktionieren. Schauen wir mal, ob es in Flammen aufgeht oder ob es noch läuft. Und Kontakt. Und was haben wir gesagt als Spannung? 9 Volt. 9,0. Na genug. Und okay, es ist nicht live, aber ich denke, man kann sehen, was er da schickt. Wir haben, wenn wir hier die Taste runterdrücken, dann können wir jetzt hier sehen, beim Runterdrücken haben wir 49 und beim Hochkommen haben wir 29. Wenn wir jetzt eine andere Taste holen, dann haben wir die 48 und 28. Ja, kommt ja hin. Wird das hier wahrscheinlich 7 sein. 8, 7, 6 und 5. Das heißt, die Tasten können wir dann so auswerten. Und so kriegen wir unsere ganzen Codes, die wir entsprechend haben wollen. Für die Lampen haben wir jetzt natürlich noch nichts. Aber ja, im Prinzip können wir so alle von unseren Sachen sehen. Und auch wenn wir hier unten hingehen, das Rad. Es gibt irgendwas mit C0 am Anfang, wie wir sehen. Ja. Aber wir sehen auf jeden Fall, wir bekommen hier unsere Codes. Und die können wir relativ einfach dann auswerten über irgendwie ein kleines Python-Skript oder so. Und können dann hier beliebige Sachen mitmachen. Okay, das war einfacher als gedacht. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wie das Ding hier funktioniert. Früher im Originalzustand hat man es dann wahrscheinlich an seinen PC angeschlossen. Seriell hatte früher ja jeder. Und entsprechend konnte man dann hier damit irgendeine spezielle Videoschnittsoftware machen. Wie gesagt, hier steht etwas von Videomaschinen drauf. Das wird dann wahrscheinlich irgendwie ein Hersteller gewesen sein, der ein bisschen mehr hatte als nur das Pult hier. Das wird ein komplettes Set gewesen sein. Wahrscheinlich sogar, dass sie die PCs selber hergestellt haben. Ich gucke mal, was man finden kann. Aber ja, wir wissen, wie es funktioniert. Wir wissen, was drin steckt. Und wir wissen, wie man es an PC geklemmt bekommt. Und das reicht dann jetzt auch für diesmal. Mal gucken, wie gesagt, mein Ziel ist ja am Ende irgendwie einen Schnittpult zu bauen. Das hier sieht schon ganz gut aus, so von den Funktionen, die ich gesucht habe. Das müsste passen. Und ja, ich guck mal, irgendwann baue ich es eventuell weiter. Fürs Erste wandert es aber jetzt mal in den Schrank, denn ich weiß, dass das hier auf jeden Fall das tut, was es soll.